Interpretieren Sie den Giftgasanschlag? Wir haben die Bilder ja gerade gesehen. Aus Ihrer Sicht ein Werk des Assad-Regimes? Ja, das wäre unverantwortlich, das zu beurteilen. Wir versuchen seit Jahren rauszubekommen, welchen Anteil die Terroristin Beate Zschäpe an den NSU-Morden hat. Und wir wissen es nach Jahren noch nicht. Und hier wissen nach einigen Minuten einige Politiker ganz genau, wer diesen grauenvollen, mörderischen Anschlag begangen hat. Ich halte das für total unseriös. Ich glaube, dass die Politiker, die jetzt sagen, das war eine ganz bestimmte Seite, dort runterfahren sollten und sich die Dinge ansehen sollten. Man kann keine Urteile innerhalb von Minuten treffen und vor allem nicht in diesem schmutzigsten aller Kriege, den ich jemals erlebt habe, in dem beide Seiten, Regime und Rebellen, und in Idlib sind das ja auch Al-Qaida-Terroristen, die das Gebiet beherrschen, schwere Kriegsverbrechen begehen, beide Seiten. Also Assad-Regime ist ja eine Möglichkeit, das Wort ist schnell gefallen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine andere? Ja, das, was jetzt die russische Seite gesagt hat, dass ein Depot, ein Waffendepot angegriffen worden ist und dort chemische Waffen gelagert haben, ist ja bekannt, dass beide Seiten chemische Waffen eingesetzt haben, auch die Rebellen. Und das halte ich für denkbar. Aber ich war mal eine kurze Zeit Richter. Ich hätte mir nie angemaßt, innerhalb von Minuten derartige Urteile auszusprechen, sondern da muss es eine Untersuchung geben. Und wer auch immer das ist, es ist verbrecherisch. Und ich komme ja gerade aus Mosul und ich war in Aleppo und ich habe das alles gesehen. Das ist so schlimm, dass man es eigentlich gar nicht beschreiben kann. Und lassen Sie mich einen letzten Satz noch sagen. Es gibt auch etwas, was mich bedrückt. Das ist die Einseitigkeit, mit der Politiker dieses Thema behandeln. Am 16. März, also vor etwa 3 Wochen, ist in Idlib eine Moschee von den Amerikanern bombardiert worden mit 50 Toten. Haben Sie darüber irgendetwas gelesen oder gehört? Und ein paar Tage später ist eine Schule bei Raqqa von den USA attackiert worden mit 30 Toten. Auch darüber wird nicht berichtet. Und ich finde diesen Krieg so schlimm, dass eigentlich immer über beide Seiten berichtet werden sollten, weil wir sonst ein völlig falsches Bild bekommen und weil wir sonst auch keine Lösung finden. Und eine letzte Anmerkung. Dieser Krieg darf nicht zu Ende gekämpft werden. Der darf nicht ausgekämpft werden, weil eben beide Seiten Kriegsverbrechen begehen. Und deswegen müssen alle Anstrengungen auf eine friedliche Lösung gehen, auf eine Verhandlungslösung. Das erreicht man nicht dadurch, dass man immer sofort Urteile hat und genau weiß, wer für was schuld ist und immer die Russen angreift und wenn die Amerikaner Attacken machen, dann schweigt oder kaum etwas sagt. Also ich finde die Berichterstattung nicht ausgewogen und die Politik auch nicht. Herr Todenhöfer, Sie haben innerhalb des IS recherchiert. Sie haben darüber geschrieben, Sie kennen den IS. Inwiefern spielt dem Islamischen Staat so ein Giftgasanschlag eigentlich in die Hände? Ja, das kommt wieder darauf an, wie die öffentliche Meinung diesen mörderischen, verbrecherischen Anschlag beurteilen wird. Und der IS nützt alle kriminellen Angriffe auf die Zivilbevölkerung für seine Ziele aus, weil er sagt, schau doch mal, was die tun und dagegen muss man kämpfen. Und das erleben wir zurzeit in Mosul. Ich war letzte Woche in Mosul, ein paar Wochen davor in Aleppo. In diese Bombardements in Mosul, die auch jeden Tag zu Dutzenden von toten Zivilisten führen, über die übrigens auch fast nicht berichtet wird. Das sind Amerikaner, die da bombardieren. Das ist Propaganda für den IS. Der IS nützt das aus. Und letztlich sind alle Bombardements, bei denen Zivilisten sterben, also dieses Bombardement jetzt in der Region Idlib oder die Bombardements in Aleppo, die ich auch verurteile, und die Bombardements in Mosul, Terrorzuchtprogramme, weil Zivilisten getötet werden und das die beste Munition für Terroristen ist. Die sagen, wir müssen doch dagegen kämpfen. Und das ist eine ganz schlimme, kontraproduktive Wirkung unserer Antiterrorkriege. Jürgen Todenhöfer, vielen Dank nach München für dieses Gespräch. Dankeschön. Chemische Waffen eingesetzt haben, auch die Rebellen. Und das halte ich für denkbar. Aber ich war mal eine kurze Zeit Richter. Ich hätte mir nie angemaßt, innerhalb von Minuten derartige Urteile auszusprechen, sondern da muss es eine Untersuchung geben. Und wer auch immer das ist, es ist verbrecherisch. Und ich komme ja gerade aus Mosul und ich war in Aleppo.
Und ich habe das alles gesehen. Das ist so schlimm, dass man es eigentlich gar nicht beschreiben kann. Und lassen Sie mich einen letzten Satz noch sagen. Es gibt auch etwas, was mich bedrückt. Das ist die Einseitigkeit, mit der Politiker dieses Thema behandeln. Am 16. März, also vor etwa 3 Wochen, ist in Idlib eine Moschee von den Amerikanern bombardiert worden mit 50 Toten. Haben Sie darüber irgendetwas gelesen oder gehört? Und ein paar Tage später ist eine Schule bei Raqqa von den USA attackiert worden mit 30 Toten. Auch darüber wird nicht berichtet. Und ich finde diesen Krieg so schlimm, dass eigentlich immer über beide Seiten berichtet werden sollten, weil wir sonst ein völlig falsches Bild bekommen und weil wir sonst auch keine Lösung finden. Und eine letzte Anmerkung. Dieser Krieg darf nicht zu Ende gekämpft werden. Der darf nicht ausgekämpft werden, weil eben beide Seiten Kriegsverbrechen begehen. Und deswegen müssen alle Anstrengungen auf eine friedliche Lösung gehen, auf eine Verhandlungslösung. Das erreicht man nicht dadurch, dass man immer sofort Urteile hat und genau weiß, wer für was schuld ist und immer die Russen angreift und wenn die Amerikaner Attacken machen, dann schweigt oder kaum etwas sagt. Also ich finde die Berichterstattung nicht ausgewogen und die Politik auch nicht. Herr Todenhöfer, Sie haben innerhalb des IS recherchiert. Sie haben darüber geschrieben, Sie kennen den IS. Inwiefern spielt dem Islamischen Staat so ein Giftgasanschlag eigentlich in die Hände? Ja, das kommt wieder darauf an, wie die öffentliche Meinung diesen mörderischen, verbrecherischen Anschlag beurteilen wird. Und der IS nützt alle kriminellen Angriffe auf die Zivilbevölkerung für seine Ziele aus, weil er sagt, schau doch mal, was die tun und dagegen muss man kämpfen. Und das erleben wir zurzeit in Mosul. Ich war letzte Woche in Mosul, ein paar Wochen davor in Aleppo, in diese Bombardements in Mosul, die auch jeden Tag zu Dutzenden von toten Zivilisten führen, über die übrigens auch fast nicht berichtet wird. Das sind Amerikaner, die da bombardieren. Das ist Propaganda für den IS. Der IS nützt das aus. Und letztlich sind alle Bombardements, bei denen Zivilisten sterben, also dieses Bombardement jetzt in der Region Idlib oder die Bombardements in Aleppo, die ich auch verurteile, und die Bombardements in Mosul, Terrorzuchtprogramme, weil Zivilisten getötet werden und das die beste Munition für Terroristen ist. Die sagen, wir müssen doch dagegen kämpfen.